So, und damit sage ich herzlich willkommen zu unserem kleinen Wintersportspiel, was man aber, glaube ich, gar nicht so ernst nehmen sollte, ist in diesem Wintersport-Trilogy-Pack oder Trilogie-Pack, wie man es auch immer nennen will, dabei. Da ist Skispringen dabei, Biathlon und eben so eine Auswahl von verschiedenen Sportspielen, die jetzt alle nicht so grandios sind. Ein paar habe ich schon angespielt, nicht alle. Es macht schon Spaß, aber es ist natürlich alles in abgespeckter Form. Gerade wenn man jetzt Skispringen mal schaut, das ist hier doch deutlich vereinfacht. Die Grafik ist natürlich auch nichts Besonderes, aber es macht schon Spaß. Halt wie gesagt, im etwas abgespeckten Grafikmodus, auch von der vom Gameplay her ist es zum Teil sehr einfach. Habe als Kind gerne Nagano 98 gespielt auf dem Nintendo 64. Das erinnert hier so ein bisschen daran. Natürlich ist es grafisch wahrscheinlich ein bisschen besser. Ich würde sagen, zum Einstieg machen wir einfach mal 5 Wettkämpfe hintereinander. Das kann man dann hier noch später etwas länger fortsetzen. Gibt natürlich unheimlich viele Disziplinen. Ich weiß gar nicht, ob man hier nochmal nachschauen kann. Egal, ich würde sagen, wir machen einfach mal so eine kleine Einführung. Ihr sagt mir dann einfach, ob ihr Bock habt, da mehr zu sehen oder ob das dann doch ein bisschen zu blöd ist. 5 Wettkämpfe, Schwierigkeitsgrad lassen wir auf einfach. Einfach nur mal, um reinzukommen und vor allem, um zu gewinnen. Schauen wir mal, ausgewählt habe ich hier schon. Vasi ist es. Alles natürlich in Großbuchstaben. Man muss ja schreien, wenn man seinen Namen nennt. Wie gesagt, es gibt unheimlich viele Disziplinen. Ich gehe gerade noch mal ganz kurz zurück. Ich weiß gar nicht, ob man das sich irgendwo anschauen kann. Vielleicht Einzeldisziplinen. So, da können wir mal durchgehen. Snowboard fahren. Ski Alpin, da gibt es dann natürlich auch Slalom, Super-G, Riesenslalom, Abfahrt natürlich. Das sieht mir sehr nach Skispringen aus. Eisschnelllaufen gibt es. Biathlon, Bobfahren, Rodeln, Skeleton, Eiskunstlauf, wo ich mich vorhin echt kaputt gelacht habe, dass man da, dass das hier mit drin ist. Aber nun gut, ist dabei. Und es gibt noch Curling. Das sind quasi die 10 Einzeldisziplinen. Natürlich gibt es in den Einzeldisziplinen nochmal Unterdisziplinen, wahrscheinlich verschiedene Längen. Beim Eisschnelllaufen, beim Skispringen, Normalschanze, Großschanze. Wie gesagt, die verschiedenen Ski-Alpin-Disziplinen. Also da gibt es schon ordentlich Unterschiede. Aber naja, wieder die Differenzen da sind jetzt doch nicht ganz so immens. Deswegen steigen wir einfach mal ein. Ich würde sagen, bevor ich mich hier totquatsche, gehen wir einfach mal in den ersten Wettkampf rein mit Vasi. Wir schauen, wir nehmen ein Team. Genau, das wollen wir. Achso, Entschuldigung, ich muss auf Start gehen. Und dann starten wir einfach mal mit 5 Disziplinen auf einfach. Ja, ich würde gern starten. Ja, danke. So. Steuerung ist auch ganz einfach, wird am Anfang immer nochmal erklärt. Und es geht los mit. Achso, gut. Erstmal die Eröffnungsfeier anscheinend. 49 Games. Da kommen wir auch schon rein. Ja, genauso sehe ich auch aus. Die Haare sind ein bisschen länger. Er ist der Spanier, Entschuldigung. Oder ist es doch, hat doch die spanische Flagge an der Hose. Guten Tag, mein Freund. RTL, mein RTL. Wir vom RTL sind auch dabei. Leider, leider. So, da laufen jetzt noch mehr rein. Es ist super spannend. Die Fans sind aus dem Häuschen. Die Britin kommt rein. Jetzt werden die aber nicht alle einzeln vorgestellt, oder? Und macht RTL nochmal Werbung? Nein, jetzt kommt Wintersport. Ach komm, also das überspringen wir jetzt mal. Das ist jetzt nicht so spannend. Und es fängt an mit Rodeln. Da habe ich schon mal einen Rekord aufgestellt. 2:28.98. Ist eigentlich ganz einfach erklärt. Ich hoffe mal, ich habe den Kommentar leise genug gemacht. So, da sehen wir hier Pingu, den kleinen keine Ahnung, der kleine Pedo-Pingu. Ich weiß nicht, ob ihr die South Park-Folge kennt mit dem sexuellen Belästigungspanda. Das erinnert mich gerade so an Pedo-Pingu. So, also Anleitung. Wir wollen natürlich jetzt hier nicht über den Pingu. Aber der ist ja krass drauf, Alter. Was nimmt der denn für Drogen? So, wenn der Kraftbalken vollständig aufgeladen ist, sollen wir die Leertaste drücken. Lenken machen wir mit den Pfeilen, um Bandenberührungen zu vermeiden, für maximale Beschleunigung in den Kurven in orange vorgegebener Bahn fahren. Ich gebe mein Bestes. Ich habe jetzt genau 2-mal bin ich diese Strecke runtergefahren, deswegen weiß ich ungefähr, wie es geht. Nach der 3. Disziplin hatte ich aber keine Lust mehr. 97%. Hammer. So, und jetzt heißt eben in diese orangenen Bahnen reinfahren. Den Kommentar habe ich hier mal drin gelassen, kennen wir ja noch gar nicht so sehr. So, man muss natürlich immer so ein bisschen nach oben fahren, das haben wir doch ganz gut gemacht. Ja, da sind wir ein bisschen gegen die Bande. Na, das war auch nicht optimal. Das war gut. Ja, da sind wir ein bisschen weit unten.
So, ein Stück. Oh, da sind wir an die Bande angeschlagen. Da sind wir zu spät rüber. Ja, wir spielen es ja auf einfach. Von daher. Na, das haben wir ganz gut getroffen. Ah, nee. Das war nicht gut. Ob ich mir da immer rausschießt dann. Das war gut. Da sind wir etwas hoch drin gewesen. Das war ordentlich. Und jetzt Zielgerade und 1:13:67. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal besser war. Ich glaube schon, im allerersten Lauf war ich, glaube ich, etwas besser. Mal schauen, 115,1 Stundenkilometer im Ziel. Wir sind eine Frau. Sind wir eine Frau? Habe ich nicht drauf geachtet. Ist ja wurscht. Wie gesagt, nur mal ein bisschen zum Einstimmen. Ich glaube, wir sind eine Frau. Ansonsten brauchen wir dringend einen Sport-BH. Ist ja wurscht. So, wir stehen hier. Die Leute jubeln. Ah, ist das schön. Jetzt warte ich nur, dass Dieter Bohlen gleich sagt, ja, von mir kriegst du ein Ja. So steht er ungefähr da. So, Jill Jones haben wir geschlagen. Anita Allsgard. Ja, wir sind tatsächlich eine Frau. Also es erklärt auch die Brüste. Anatomisch ist das vollkommen korrekt hier dargestellt. Und wir führen. Ich balle die Faust, man sieht es nicht. Bin auf jeden Fall mehr als schwer begeistert. Es gibt aber natürlich, wenn die Spannung jetzt noch nicht groß genug war, dann wartet nur ab, weil es gibt jetzt dieselbe Strecke nochmal. Ach, diesmal waren es nur 92. Und exakt dieselbe Strecke fahren wir nochmal runter. Das ist schon immens spannend. Es hat schon, also ich würde sagen, Fallout 4 stellt es schon ein bisschen in den Schatten. Eine kleine Unkonzentriertheit. Na, jetzt treffe ich es schon besser. Muss die Kurve also doch so. Ja, doch, jetzt läuft es schon besser. Ah, die habe ich nicht gut genommen. Ah, da sind wir leicht angeschlagen. Naja. Ne, war auch nicht gut. Die war aber ganz ordentlich genommen. So, man muss immer so ein Stückchen hochfahren. Das könnte eigentlich mal eine neue Bestzeit werden. Na, 2,7, ja, zweite Lauf war auch eine 1,13. Aber da ist noch ordentlich Potenzial, so einfach ist es gar nicht. Macht aber schon Spaß, muss man sagen. Auch wenn es natürlich ganz einfach gemacht ist. Und ja, ich würde sagen, man kann jetzt deutlich sehen, dass wir eine Frau sind. Und jetzt geht es erstmal in die Werbung natürlich. Beim RTL ist das so 2,27,03. Wir führen mit 10 Sekunden Vorsprung. Wir haben auch keinen Vornamen, wir sind einfach Vasi. Wir sind ein brasilianischer Künstler. So, damit bin ich sogar schneller als beim ersten Mal und trage mich mal in die Bestenliste mit Vasi ein. Wahnsinn, bin schwer begeistert. Wie gesagt, das war jetzt das zweite Mal, dass ich da runtergefahren bin. Wir holen Gold in der ersten Disziplin. Und jetzt geht's zur Siegerehrung, die episch ist. Ich sage euch gleich, die wird episch werden. Die wird nämlich genauso animiert sein wie alles eben. Schauen wir mal. Herzlichen Glückwunsch. Auch für Sie herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt kommen wir. Ich finde, ich bin auch sehr gut getroffen. Ach, genauso sehe ich im echten Leben auch aus. Ja, schon sportlich, würde ich mal sagen. Also, die können den Bierkasten auch aus dem Keller holen. Ah, diese Grafik. Der vorne, der Moderator, sieht mir wirklich ähnlich. Das macht mir ein bisschen Angst. Ach, ich bin so aus dem Häuschen. Ach, Mensch. Ach, ist das schön. Die Strähne fällt ins Gesicht. Ja. Ja. Okay, jetzt haben wir lang genug drüber gelacht. Ich würde sagen, wir gehen zur zweiten Disziplin als Kunstlauf. Das ist schön. Jetzt haben wir wieder etwas für Genießer im Angebot. Das Eislaufen der Damen.
Für die Fans ist Eiskunstlaufen natürlich weniger eine Sportart als eine Kunst, die es zu natürlich, Eiskunstlaufen. Also wieder der Pedro-Pingu, jawohl. Also anfangen mit Leertaste. Danach muss man quasi nur noch mit den Pfeiltasten spielen. Man hat jetzt noch die Wahl, ob man die Ultimate oder die Next Challenge macht. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit der Next Challenge an, weil die relativ einfach ist. Und wie gesagt, man braucht jetzt nur noch die Pfeiltasten. Und ich bin ein ganz großer Tänzer, das sage ich euch gleich. Aber jetzt Ruhe, weil jetzt geht's los. Aha, wie ich den hingehauen habe, der dreifache Axel. Da fällt mir die Fackelmann-Kappe fast vom Kopf. Beim dreifachen Axel hat Axel Schulz erfunden, wissen nur die wenigsten. Oh. So ein bisschen wie Ocarina of Time. Ah, ich bin ruhig, Entschuldigung. Ist wie beim Tennis, sie müssen sich... Der Donut-Spin, wow, geil. Voll Hunger auf Donut. Das ist ein Traum. Ich fühle mich sehr männlich gerade. Ich bin sehr froh übrigens, dass wir eine Frau spielen. Mit einem Kerl wäre das hier überhaupt kein Traum. Oh, jetzt Konzentration. Sogar den doppelten Rittberger habe ich hingekriegt. Sieht das alles so aus, als bereite ihr das überhaupt keine Mühe. Oh, und den doppelten Flip auch noch. Jetzt kriege ich auch noch Lust auf Flips. Absolut fehlerfrei. Oh, jetzt kommen auch die sanften Töne. Oh, den dreifachen Salcho. Ich sag euch, da steckt ein Künstler in mir. Oh, das war doch ganz okay. Ja, 95 von 95, was will man mehr? Da ist sie zu Recht begeistert mit ihrer leicht männlichen Figur. Die hat sogar Haare unter den Armen. Sogar auf den Zehen wahrscheinlich. Also wir haben eher die Statur einer bulgarischen Gewichtheberin, aber es hat auch fürs Eiskunstlaufen gereicht. 5,9 sogar vor Olga Orlova. Da ist auch Pedro Pingu vollkommen... wie sie jubelt. Alter Schwede, ich nehme dieses Spiel vollkommen ernst. Guckt sie euch nochmal... Ach, das schauen wir jetzt nochmal komplett im Replay an. Ich konnte das ja gar nicht genießen. Ich wundert mich ein bisschen, dass sie nicht durchs Eis bricht. Aber naja, gut, das ist ja kein Teich oder sowas. Ach, wie grazil. Das ist, als würde Mike Tyson Eiskunstlaufen machen. Lalala. Und jetzt Achtung, der dreifache Fackelmann. Der dreifache Rittberger, nee, der Axel. Ach, super. Hätte Axel Schulz nicht besser machen können. 5,9 sogar nochmal besser als meine 5,4 von eben. Da bin ich sogar vor der Nicole und vorm Boris mit Y. Das ist ein Traum. So. Wahnsinn. Ich würde sagen, zum zweiten Mal Gold und das auf Stufe einfach. Also, bin ein Naturtalent. Ich muss mal ab und zu ein bisschen leiser reden, weil gerade mitten in der Nacht ist. Siegerehrung, glaube ich, müssen wir uns jetzt nicht geben. Aber ich kann gerade nochmal sagen, mitten in der Nacht, kurz vorm Spiel vom Alexander Zverev, wo ich mir extra einen Wecker gestellt habe. Oh, guck mal, war sie... Haben sie einfach mal vom Skispringen übernommen. Und jetzt gibt's Ski Alpin. Rekord 2:06. Da habe ich das letzte Mal dann aufgehört, weil Ski Alpin habe ich schon ein bisschen geübt. Ja, stürzen kann man hier. Das sieht sogar sehr witzig aus. Das können wir dann auch mal zeigen. Also Leertaste drücken, sobald der Ball die blaue Linie der unteren Mitte der Anzeige passiert. Mit den Pfeiltasten lenken, mit Leertaste, die man eigentlich die ganze Zeit gedrückt hält, kann man in die Hocke gehen. Mit D kann man kanten, was ich aber eigentlich nie gemacht habe bislang. So, wir versuchen natürlich einen guten... Ups. So, und jetzt geht's ab in die Hocke. Ich bezweifle, dass dieser Auftakt genug ist, um noch auf einen der vorderen Plätze zu fahren. In diesem Zweifel schließe ich mich gerne an. Upala. Eieiei. Kein guter Start, scheiße. Ich wollte schön innen reinfahren. Aber irgendwie... Ach, das habe ich ja schon viel besser geschafft. Nicht schlecht, aber leider auch nicht herausragend, was uns hier... Ja, ja, das war richtig scheiße. Da liegen wir deutlich hinten. Das war natürlich richtig schwach. Egal, jetzt kommen die leichteren Phasen.
So viele Strecken gibt es hier ja auch nicht. So, aufkommen in die Hocke und jetzt gleiten in den flacheren Passagen. Die Zwischenzeit gibt uns gleich Auskunft über die Siegchancen. Uiuiui, wir haben ein bisschen aufgeholt, aber gut sind wir immer noch nicht. Ich meine, es ist Stufe einfach. Ich sehe nicht, wo es lang geht. Ist manchmal gemein, dass die da so Schneegestöber reingebaut haben. Ah, da fahre ich zu weit innen, egal. Ja, also die Abfahrt ist hier auch mega schwierig. Das ist Kandahar-Format. So, möglichst wenig Verkanten. Hier müssen wir jetzt allerdings da mal kurz... Eieiei, wir sind nur Dritter, was ist denn hier los? Ich dachte, wir gewinnen hier locker. Aber im Abfahren muss ich wohl echt noch üben. Sportler können sie immer noch ganz brauchbare Resultate erzielen. Mit einem Talent dagegen, das sich nichts sagen lässt, stehen sie von vornherein auf verlorenem Posten. Interessante Sichtweise. Ach, alles nur Erfahrungswerte. Naja. Und zwei, ein und... Oh, was? Noch Bestzeit unten rausgeholt. Yes, aber das war nicht gut. Da braucht man mich nicht... Oh, auf einmal sind wir ein Kerl. Okay, ah, es wechselt also. Okay, wir sind ein Team. Jetzt haben wir auf einmal doch einen Bart. Das trifft schon eher. Da sehen wir nochmal. War richtig schlecht. Also, da muss ich mich nicht für feiern lassen. Ja, neuer Rekord. 2:31. Ich denke mal, man kann das durchaus unter 2 Minuten schaffen. Ich hoffe, es waren die längsten 2 Minuten eures Lebens. Dieses epische Spiel. Wie gesagt, wir werden es ein bisschen spielen. So ein paar Folgen werde ich machen. Einfach mal so zum Reinschnuppern. Und die Kerle haben eigentlich dieselbe Figur wie die Frauen, nur weniger Brüste. Der sieht aber... Das ist aber eine heiße Frisur. Ich würde mir auch... Das ist ein bisschen wie im Kronk-Stream. Wo die Haare nur nach vorne waren bei Funk Royale. So, Gary Miller wird Zweiter. Hufschmied. Aber natürlich gewinnt der Vasi. Team Vasi gewinnt. Also ich würde eher sagen Tim Melzer, oder? Das ist Tim Melzer. Wir lassen hier nichts anbrennen. So, und jetzt geht's zum Skispringen. Und dafür dürfen wir sogar die Maus benutzen. Das ist das Sensationelle. Funktioniert quasi genauso wie das andere. Nur, dass man nur den Absprung treffen muss. Man muss da nicht zweimal drücken. Pedo Pingu! So, es gibt zwei Möglichkeiten. Drücken über Laus kann mit oder mit der Maus. Kurz bevor die weißen Markierungen sich treffen, Ende der Schanze abspringen. Mit Düdüdü oder Mausklick während des Flugs kann man oder eben mit der Maus austarieren. Ich mache das natürlich mit der Maus. Jawohl, grüß nochmal nach hinten. Da steht überhaupt keiner. Er ist jetzt schon Mischugge. So, wie gesagt, das kennen wir ja zur Genüge. Aber hier müssen wir halt wirklich nur noch einmal drücken. Ui, ist aber ganz schön windig. Oh. Ne, das war überhaupt nichts. Ich dachte, hier liegt meine große Stärke, aber das war ja gar nichts. Boah, also mein letzter. Da hat es mich aber komplett verrissen nach dem Schanzentisch. Eieieiei. Hier, große Klappe, nichts dahinter. So, mal schauen, ob das jetzt wieder passiert. Da haben wir ja richtig Seitenlage bekommen. Ne. Ne. Also beim Skispringen sind wir ganz schlecht. Und selbst im zweiten Durchgang waren wir schlecht. Das war das letzte Mal, habe ich da locker gewonnen. Na, da lagen wir uns mal ein. Aber das war ja gar nichts. Da schäme ich mich für, aber wir liegen natürlich trotzdem noch vorne. Aber muss man halt wirklich noch ein bisschen üben. Das ist hier auch ein ganz anderes Skispringen als jetzt das wirklich Schöne von RTL. Rekord, also ich wollte gerade sagen, ich habe da noch gar keinen Rekord gesetzt, aber ich bin ja Vasi, nicht Michael. Oh, wir kriegen keine Siegerehrung, wenn wir nicht dabei sind. Ich bin schockiert. Ich bin mir sicher, dass Sie sich mit mir freuen, dass mich auch heute wieder der ehemalige Nationalcoach der DDR... Natürlich, ein ehemaliger Nationalcoach der DDR, da freut sich auch Pedo Pingu vollkommen zurecht. So, links und rechts möglichst schnell abwechselnd drücken. Fahren im vorgegebenen Rhythmus drücken. Abweichungen werden blau zu früh oder rot zu spät. Ab Schwierigkeitsgrad normal lenken mit S und D, um die Kurven möglichst eng zu fahren. Eieieiei. Also muss man aber quasi, braucht man nur zwei Tasten für. So, am Start möglichst schnell. Da bin ich nicht so gut drin.
Habe ich noch nie gemacht. Da sah sie für mich schon ganz gut aus. Ja, sie ist ganz gut weggekommen. Könnte aber jetzt doch noch ein bisschen mehr Tempo machen. Wieso denn immer schlecht? Du musst doch machen, wenn es voll ist, oder? Hä? Ich glaube, ich habe es noch nicht so richtig gerafft. Oder muss ich es gedrückt halten? Eckertmeier, es hat ja in den vergangenen Monaten einigen Wirbel um sie gegeben. Okay, ich glaube, ich habe es noch nicht so richtig gerafft. Muss mir vielleicht nochmal die Anweisung... Gibt es die Anweisung nochmal? Ich glaube nicht. Pedo Pingu ist auf jeden Fall zufrieden, aber das habe ich jetzt nicht so ganz gerafft. Ich dachte immer, wenn das voll wird... Ich starte immer zu spät. Ah, ich muss es gedrückt halten. Ah, es muss einem doch einer sagen, dass man das gedrückt halten soll. Ja, das war doch eine super Zeit jetzt im zweiten Lauf. 9-3 waren wir trotzdem nicht stärkst. Aber gut, der Start war schlecht. Ja, also wir sehen gar nicht mal so einfach. Aber war jetzt der allererste Versuch. Erster Lauf war natürlich Murks. Da kriegen wir auch keine Punkte für. 1,22, da schämen wir uns für. Vierter geworden. Aber insgesamt haben wir knapp noch gewonnen vor Norwegen mit 3x Gold. Hinten raus war es dann nochmal ziemlich knapp. Aber wir sehen, wir können hier ordentlich viel Spaß haben. Es ist ein sensationell gutes Spiel. Ja, für so den kleinen Snack zwischendurch. Ein paar Folgen werden wir machen. Ich zeige euch auch gleich nochmal einen anderen Modus. Es gibt hier Feuerwerk, und neue Planeten. Ach nee, ist nur der Mond. So, die meisten Medaillen gesammelt, in 3 Disziplinen gewonnen. Lieblingsdisziplin ist Eiskunstlauf. ja, ich denke, das kann man auch so über mich sagen. Ich bin ein leidenschaftlicher Eiskunstlauf-Zuschauer. Das ist wunderschön, wenn sonntags Männer und Frauen in glitzernden Kostümen übers Eis tanzen, dann geht mir echt das Herz auf. Nee, da gucke ich lieber Ultimate Fight oder sowas. Ey, ey, ich war noch gar nicht fertig. Naja, danke. Das Spiel denkt sich auch, alter Quatsch, nicht so viel. So, was wollte ich noch zeigen? Es gibt hier noch theoretisch die Kampagne. Da können wir vielleicht nochmal gerade schauen. Rakete starte perfekt beim Biathlon. Biathlon habe ich hier noch nicht gemacht. Absprung oder Landung beim Skispringen, der Normalschanze müssen super oder perfekt sein. Komm, wir machen nochmal Skispringen, damit ich mich ein bisschen rehabilitieren kann. Tja, das Skispringen hat zwar unzählige Fans in aller Welt, aber eine... Boah, aber der hat auch eine Statur fürs Skispringen, das ist nicht mehr feierlich. So, wir versuchen es. Aufwind haben wir. Mal schauen, ob ich es jetzt mal besser schaffe. Ja, nee. Aber keine perfekte Landung oder perfekter... Aber der Sprung war wenigstens mal gut, der ging über die rote Linie. Aber muss ich echt erst dran gewöhnen, die Unterschiede doch zum anderen RTL-Skispringen. Na, kleine Schneewehe. Oh. Ah, die Landung war aber gut. Okay, okay, das kriegen wir doch hin. Wie gesagt, das mit dem Absprung muss ich erst noch... Ich schaue vielleicht mal wieder auf den Schanzentisch und nicht hier unten drauf, so wie ich das sonst ja eigentlich immer mache. Oh, ja. So, aber immerhin war der Absprung super. Dann haben wir nämlich diese Aufgabe geschafft. Yay! Super, dankeschön. Freut mich sehr. Wir können dann noch ein bisschen Kampagne freispielen. Das ist auch sensationell schwer. Was können wir sonst noch? Wie gesagt, Biathlon machen wir mal nicht. Erreiche besonders guten Rhythmus über 90 bei einem 500 Meter Eisschnelllauf. Oh, komm, Eisschnelllauf hauen wir gerade nochmal rein. Da war ich ja eben dann doch ganz ordentlich. Diesmal kriege ich auch hoffentlich einen besseren Start hin. Genau, das wissen wir alles. Jetzt drücke ich schon mal vorher. Ach so, man kann sogar fehlstarten.
Okay. Ich bin ganz Ohr. Ja, ich. Was haben die anderen denn für Starts? So, aber gar nichts. Es hat eben heute einfach nicht gereicht. Also mir reicht schon lange. Über 90%, Alter. Ich hatte gerade mal 50. Ne. Okay, das schaffe ich jetzt nicht. Dann muss ich echt noch ein bisschen üben. Nein, ja, auch scheiße. Wollte ich gar nicht. Nein, Disziplin abbrechen. Was können wir uns denn nochmal anschauen? Was hatten wir denn noch nicht? Bobfahren ist eigentlich genauso wie Rodeln. Ist jetzt auch nicht gerade eine Heldentat auf der Biathlon-Strecke. Wie dieser Biathlon muss ich sie mir selber nochmal anschauen. Entferne die zwei gegnerischen Steine. Curling muss ich auch nochmal gucken. Lege den Curlingstein beim Skeleton. Fahre beim Viererbob die Totenköpfe und bleibe dabei in der Zeit, um Gottes Willen. Gibt es nicht nochmal irgendwo Skispringen? Starte perfekt beim Biathlon. Rechne während. Ah, das können wir gerade mal machen. Das ist nämlich ganz witzig. Da muss man noch Kopf rechnen. Mal schauen. Vorhin habe ich es immer geschafft. Mal schauen, ob ich es jetzt in der Aufnahme auch hinkriege. Mein Name ist Henning von So, Riesenslalom. Wir brauchen da, glaube ich, nicht nochmal die Erklärung. So, 3. 1. 0. 2. 1. 3, 5, 2, was? Minus 3, minus 1, 3, oh, wie gemein, minus 1, plus 4. 0. Vier. Drei. Zwei. Drei. Fünf. Vier. 7, 6, 10, 14. 14? Stimmt es? Wir müssen es nämlich jetzt eingeben. Ich würde sagen, es waren 14. Ja! Yeah! Alter, addieren und subtrahieren, da bin ich voll der Held drin. Jawohl, das ist gar nicht so einfach. Man kann natürlich jetzt nicht noch parallel quatschen. Aber habe ich beim Eisschnelllauf auch nicht gemacht, wie ich eben im Ziel gemerkt habe. Also wie gesagt, ein bisschen Übung ist noch drin. Habt ihr mal einen kleinen Eindruck vom Spiel bekommen? Wir werden das ab und zu mal spielen. Ich mache da jetzt keinen festen Rhythmus. Je nachdem, wie ich Bock habe, werde ich ein bisschen was aufnehmen. Ist ganz nett. Da können wir nebenbei mal machen. Biathlon werde ich auch nochmal schauen. Habe ich mal kurz reingeschaut. Hat mich allerdings sehr gefrustet. Gerade das Schießen hat mich sehr gefrustet. Muss ich auch noch ein bisschen reinkommen und lernen. Vielleicht bringe ich auch ab und zu nochmal ein bisschen Skispringen. Vielleicht die Schanze, die dann am Wochenende auch gerade gesprungen wird. Schauen wir einfach mal. Wie gesagt, habt ihr einen ersten Eindruck bekommen von dieser schönen Wintersport-Trilogie? Kann man sich auf Steam runterladen, kostet 6,99 €. Ist okay, muss nicht sein, aber wenn man Spaß hat an Wintersport und so ein bisschen das nacherleben möchte, was man schön in ARD und ZDF relativ kurz Samstag, Sonntag so von 8 bis 18 Uhr dann geliefert bekommt, kann man das hier ein bisschen nachspielen. Ist halt schon ein bisschen älter von 2009, aber Spaß macht es trotzdem, auch wenn es nur kurz ist. Ladet es euch runter, schaut euch die Videos an und wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, gerne in die Kommentare schreiben und vielleicht spielt ihr es ja auch, dann könnt ihr eure Erfahrungen ja auch mal dazu schreiben. Also ich freue mich, wenn ihr es euch anschaut, wenn ihr weiter fleißig Kommentare hinterlasst und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann!